Yo, Bonobo, jetzt geht's los, ho ho ho. Chris, Google, zeig mir ein Bild von Bonobos. Hallo, mein Name ist Marcel Davis. 4 und 5. Ist 10. 2 mal 3 macht 4, bitte, bitte, bitte. Und 3 macht 15. Ich mach mir die Welt, Cordon Bleu und Bonobo. Ture ist ein fairer Sportsmann, denn er kann. Ein fairer Sportsmann. Sportsmann. Riesburg. Ture, bist bestimmt auch ein Nesca-Fan. Oh Mann, Alter, das ist unfair. Hat er zu seinem 15. Geburtstag geschenkt bekommen, so ein Nesca-Ticket. Bei dem sagt er immer, Riesburg. Riesburg. Und wenn sein Lieblingsfahrer verliert, ist es nur noch Flensport. Flensport! Kann ich den eigentlich auch wegwählen? Nein. Nicht? Wie er sich dreht, das ist einfach der fliegende Oreo-Kek, der schon vergammelt ist. Das ist das Weiße schon schwarz geworden und das Schwarze grün. Ich geb dir einen Tipp an diesen lila Dildos da, solltest du dich nicht zu lange aufhalten. Ach, da ist Schluss! Lass mich verarschen. Ich hasse die Schule! Ich hasse die Schule! Ich hasse Bonobos! Oh ja! Ich würde das aber immer noch feiern, wenn Google einfach... Nein, nicht so den Namen vom Level! That's what she said! Soll ich jetzt mal mein Bonobo ra... Strangely, this giant blocks can't be hit by Koopa shells or throw blocks. The only way is when Mario hit these blocks when jumping. Bam! Bam! Der geht ja gar nicht. Scheiße. Wie ist die Cookie? Nye, nye, nye. Boom! Boah! Erdbeben. Erdbeben, was geht? Erdbeben, was geht? Ohne Scheiß, das muss unbedingt wer verpuppen. Was? Google, zeig mir ein Bild von einem Bonobo. Wer das macht, der kriegt von mir einen Keks. Wer das macht, kommt von mir eine Woche in die Abo-Box. Ja, bei mir dann genauso. Wenn jemand Google fragt, wie man im... Oh. Das sieht uns... Google, zeig uns das Bild von einem Bonobo. Moment. Da läuft doch einer. Oder dann müsste so ein Bild von Vitali aus der Milchschnitte-Werbung kommen, wie er so guckt, weil es nur noch... Ah, dann muss die groß sein. Und 4? Ich hab aber nur 3 Leben, Kinos, das geht nicht. Mies ausgetrickst. Sport? Ja, jetzt? Jetzt geh ich da runter. Mir ist bewusst, dass die spawnen, wenn sie nicht im Bild sind und die Wand mindestens so einen großen Block weit weg ist. Oh, jetzt musst du das Level schaffen. Nö. Ich kann dir auch gerne noch ein Bild von meinem Bonobo zeigen. Hast du denn ein... Das war die Todeslippe. Amouché Rendezvous. Boah. Ebola. Oh, boah, besser wie. Oh, Grande Baguette. Oui, oui, Grand Français. Komm mal mit, komm mal mit. Bonobo. Mes amis, wonder, wonder. Was war denn das jetzt gerade eben? Google, zeig mir Bilder von einem Verlierer. Google, zeig mir Bilder von einem Bonobo, Luigi im Tod. Alter, diese Mucke, ne? Ja, das ist ja auch schon so eine richtige Touré-Musik. Ich kann mir so richtig vorstellen, wie er im Vorgarten spielt mit seinem kleinen Radio, dieses Lied läuft und er dazu seinen Namen tanzt. Touré, Touré! Gib mir einen Tee, gib mir einen Sport! Ja, Chris, gib mir einen Sport! Sport! Gib mir einen... So ist richtig, Sport! Da kann's reingehen. Nee, könnt's nicht, weil wir haben ja hier Schlüssel-Action. Ein Bonobo. Mhm. Oh, oh. Oho. Weißt du, kriegst du genug raus? Nö. Ich wusste es. Von diesen Städtern mit ihren neumodischen Flugmaschinen kommen nur Bonobos. Ich wusste es. Von diesen Bonobos mit ihren Städtern kommen nur Flugmaschinen. Ich
muss, das war diesen Bonobos mit ihren Bildern auf Kugel. Kommen nur kleine dumme Jungs, die ihren Papa fragen, was ein Bonobo ist. Wie Bonobo aussieht. Der Vater müsste auch einfach nur so einen Spiegel hochhalten dann. Spiegel an der Wand zeigen und sein Bild von einem Bonobo. No. Nope. Das da reicht, das reicht. Jetzt ist kurz vor spät mich an. Ja. Was machst du denn? Ich suche mir eine Kupasche. Gibt's nicht. Du hast jetzt einen Versuch. Bilder, zeig mir Googles von einem Bilderbo. Bonobo, zeig mir bitte die Bilder von Google. Bilderbuch, zeig mir Bonobos von Bilderbu. It's so. Bilder, zeig mir Googles von Bonobo. Buch, Bobo, Bum. Bing, bang. Meiner hat mir es gelaufen. Das wäre jetzt schon wieder fast alles. Das Level erinnert mich auch an Variety of Chance. Da gab's auch mal so einen Baum. Mich erinnert das an diese Weihnachtszimtröllchen. Was? Ach ja. Oder an Amicelli, wenn ihr das was sagt. Ach, die fand ich klasse. Hey Bonobo, zeig mir mal Bilder von Google. Quasi, zeig mir mal Bilder von Zahnkrebs. Gibt's Zahnkrebs? Guck mal, Chris, es scrollt. Guck mal, Chris! Dein Controller fliegt! Chris, irgendwo an der Südsee sitzt jetzt noch eine kleine Robbe am Strand, klatscht in die Arme und ruft Wer ruft mich? Warum? Also... Bilder, zeigt mir Google Sport. Sport. Google, zeig mir Bilder von einem Bono. Ich hab 5 Steaks! Google, zeig mir Bilder von einem Mongo. Ich hab 5 Steaks! Von einem Mongoloiden, ja. Kennst du dieses Kind, dieses I love cakes Bild, Kind? Wie gesagt, Marius ist schwanger. Das hat leider nichts gemacht. Jetzt muss ich den Kack nochmal machen. Nee, kennst du dieses I fucking love cakes, Kind? Ja. Google, zeig mir Bilder von Zubel. I love cakes! Kleidung für minder bemittelt. Geplatzte Träume. Geplatzte Bonobos. Google, zeige Bilder von deinem geplatzten Bonobo. Sagen wir, die konnten sich wohl keine Röhre für sich selbst mieten. Und der Kotzkrückenpreis für die größte Kotzkrücke geht an... Wie hieß er nochmal? JD. Nein. John Edward. Und der Preis für die größte Kotzkrücke im Universum geht an... John Edward! Der hier auch noch Bonobo-Münzen in den Arsch geschoben. Ja. Google, Bonobo mir Bilder von einem zeig mal. Google, hast du einen Bonobo? Ja, zeig mal. Hast du einen Bebobo? Da leck mir doch die Eier. Nö. Wieso musst du jetzt nochmal? Achso, stimmt, ich hab keine Leben mehr. Du glaubst gar nicht, wie ich hier gerade gucke, ne? Das ist auf die Art. Was zum Fick? Mit dem Schlipp. Mhm. Was zum Fit mit dem Schlitt? Boah, jetzt muss ich hier diesen... Ja, pass auf, was du für ein Level sagst. Das Level ist nachtragend. Oh, Michelli. Oh, Michelli. Oh. Wer ist Michelli? Ja, genau. Ami, wer ist Michelli? Nee. Sie heißt mit Vornamen Ami und mit Nachnamen Celli. Achso. Celli Kid? Ja. Ist das nicht das Kind von dieser Celli? Ja, aus PB&J Otter. Ach Gott, hör mir auf mit diesem Scheiß. Die hat zu doll den Nachdenktanz getanzt, da war es auf einmal... Köpfchen-Tanz. Ja, genau. Mensch, schon richtig. Das bringt mich jetzt nicht zum Lachen. Da war es auf... Den da war es auf einmal schwanger, als du das gemacht hast. Köpfchen-Tanz. Warum habe ich jetzt Köpfchen-Tanz?
Ich mache ein Safe State, ja. Chris, ich mache am Anfang jetzt ein Safe State. Okay. Das ist der Köckchen. Tanz mit Köckchen. Köckchen mit dem Stöckchen, Köckchen, tanz den Köckchen, tanz. Schwing dein Ding, olele. Ich tanze jetzt mit dem Köckchen, da macht ihr mit. Schwing dein Ding, Chris, 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 Chris. Tanz den Köckchen, tanz. Und wenn wir mal wieder keine Ahnung haben, was überhaupt los ist, dann tanzen wir den Köckchen. Oh. Ich sag's dir, wenn du Bonobo googelst, kommt als erstes ein Bild von uns zwei. Wir nebeneinander auf der Couch hocken und den Köckchen tanzen. Ich lebe noch! Warum? Du hast die Köckchen tanzen. Nee, ich hab nur 5 Steps. Das war der Bruder, der die den Köckchen tanzen wollte. Er hat die nicht den Köckchen tanzen. Ich bin da nicht Homo Otte. Homo Otte, wie ich. Harry Otter. Oh, mein Bauch tut weh. Vor allem Harry, wie haarig. Harry Otter und der Stein der Meisen. Und hängt da so ein Meisenknödel und der Otter will den klauen. Aber dann tanzen die Biber alle zusammen den Köckchen-Tanz und bauen einen Damm. Und alles ist in Ordnung. Harry Otter. Ja. Wie den Ranger. Ja, kommt Hagrid zu Harry und sagt, you're a wizard, Harry. Und dann kommt Harry zu Hagrid und sagt, you're a Harry Wizard. Ja, Harry Otter, Harry the Ranger und Ron Weasley. Ja, Ron Weasley. Neulich in Naturschutz. Oh ja, und Hermine Stranger Danger. Stranger Danger. Das ist ja wie so ein Wrestling-Name. Hallo, mein Name ist Stranger Ranger. Oder der Master Blaster auf Disaster. Der Dicer Dicer. Sag ich im Level Safe State ohne Scheiß, das ist unfair. Meine Nachbarn sind so. Mein Nachbar denkt sich auch gerade so, da hockt so ein kleiner Ture im Zimmer. Tanz den Köckchen. Wenn ich auf dem Klo sitze mit so wie diesen Toiletten, ey, wo das ist der Köckchen-Tanz. Ja, mehr als dreimal schütteln ist der Köckchen-Tanz. Das muss ich mir so vorstellen. Muss ich mir so vorstellen, du bist auf so einer Raststätten-Toilette und du schüttelst die ganze Zeit so und dann die ganze Zeit. Nein, Chris, die Musik zum Köckchen-Tanz ist die hier im Level läuft. Also. Ami Jelly, ich tanz mit Jelly. PB und Jay, yay, 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 wir tanzen unseren Namen und müssen die Milch entrahmen. Scheiße! Ich hab rechtzeitig gemutet. Ich sterb hier vor Lachen. Ich sterb. Mir tut alles weh. Wenn ich weiter so lachen muss, ich kotzen, Chris. Ja, super. Du findest Humor zum Kotzen. Ich hatte einmal Spaß, es war grauenvoll. Ja, wenn du sagst, die halbe Nacht dann über der Schüssel gehabt ist. Stranger Danger. Man konnte noch erahnen, wo es schief ging. Seine Buchse hat mich zerstört. Das sind die Buchsenpiraten, Chris. Jelly Belly und die Buchsenpiraten. Buchse auf dem Meer, Buchse als Schose, eine Buchse als Segel. Was will man mehr? Buchsen. Diese. Boah, wo fahrst du mal her? Die Buchsenräuber. Boah. Die kamen immer zwischen Happy Tree Friends und irgendwelchen Nachtsendungen auf MTV. Boah, die Buchsen. Das sagt mir was. Ich hab's auf jeden Fall schon mal gesehen. Ich kann's gerade null zuordnen. Das waren so drei Piraten. Die hatten so einen komischen Schiff in der Unterhose. Der eine hatte so eine spitze Nase, der andere war so fett und gelbgeil. Ja, ja. Und der Captain, der war irgendwie total fallen. Hörenblöde. Es ist immer schiefgegangen. Bei denen ist immer irgendwas schiefgegangen, dass alle im
entweder so aufs Maul bekommen haben, dass es nicht mehr schön war, oder eben das Schiff abgesoffen ist. Genau. Ich weiß bloß nicht mehr was, da gab es auch irgendwas immer, was die drei auf die Schnauze gegeben hat. Vorsicht, da kommt gleich wieder... Ja, der Timer ist immer abgelaufen. Einmal gab es noch diese Monster-Unterhose, die sie alle auffressen wollte. Ja, daran erinnere ich mich. Wolltest du nicht im Level safe staten? Squat. Hab ich jetzt gerade. Vorsicht, da kommt gleich dieser Koopa von wegen... Hallo! Super Koopas flying to the sky. Komm, ja. Mir juckt. Noch nicht, das ging noch ein ganzes Stück weiter. Komm. Wetten, da ist jetzt gleich Schluss. Dann wetten, da ist jetzt gleich Midway-Point. Ach so, wir haben doch gar keinen Midway-Point gehabt. Natürlich nicht. Wir waren viel zu sehr mit unserem Köckchen-Tanz beschäftigt. Da geht's doch weiter nach oben. Ja, natürlich geht's hier noch weiter. Krieg ja auch noch zwei Federn. Ich glaube, Boss, wahrscheinlich Bibi und Jay Otter. Ja, oder Stöckchen, das Köckchen. Ja. Aha. Oder Koteletten, Uschi. Hä? Ich weiß, wie es läuft. Pass auf. Du musst an die Decke knallen und dann kriege ich Blöcke. Ach, ich sehe es, ja. Wow. Tanz mit Köckchen. Köckchen. Ja, Tanz den Köckchen. Wow. Aha. Alter. Nimm's mit Köckchen. Sehr gut. Fortschritt! Köckchen, tanz den Köckchen, tanz. Hast du einmal ein Problem, musst du nur mein Köckchen sehen. Musst du nur am Köckchen drehen. Ich geh noch mal kurz sterben, ja, wollte ich gerade sagen. Ich guck mir das immer schnell an. Ich bin der Wirbelwald. Chris, ich versuch's einfach. Das ist ja ein Boss-Level, dann darf man ja eh speichern. Ja, wir haben jetzt schon speichern dürfen. Ja, aber danach darfst du sowieso nochmal speichern, falls ich schaffen sollte. Oh Gott, ey. Mir tut alles weh. Ach, kennst du mir nicht? Das ist nach dem 3-Stakes-Part der Beste. Schade, dass der wieder zu spät kommt. Wahrscheinlich Mittwoch oder so. Aber mein Geburtstag, sehr gut. Nimm's mit Körbchen. Wie ich ein tolles Geburtstagsgeschenk, wenn ich den Part nochmal sehen darf. Hodenmums. Oh. Ja, dann nenne ich Hodenmums. Glückliches Leben. Nö. Oder auch nicht. Shalom, Mesame. Ich hab mal ein Köckchen.